Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Und ich habe ein bisschen Holz gekauft. Ich sag's, wie es ist. Es ist nicht wenig. Ich habe mal eben den LKW voll gemacht. Und ja, der ist bis unten voll gefüllt mit Holz. Insgesamt 100 Stapel an der Zahl. Und ich sehe euch schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, oh mein Gott. Gott, warum denn so viel Holz? Bin mir sicher, ich werde es brauchen. Gerade was jetzt die Garage angeht, die wir da bauen wollen, da wird sich das Ganze dann schon noch ein wenig lichten, gehe ich sehr stark von aus. Das Ganze hat sich jetzt natürlich ein bisschen auf die Haushaltsbilanz niedergeschlagen. Das heißt, ich werde zeitnah auch wieder Fleisch verarbeiten müssen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und aber das Gute ist, wenn wir das nächste Mal Fleisch verarbeiten, dann wird es auf jeden Fall ein sehr viel höherer fünfstelliger Betrag werden, weil ja, die Kisten sind alle voll, die Kühlboxen. Und ja, wenn wir die alle verkaufen, dann wird das auf jeden Fall noch sehr viel mehr Geld geben als bisher. Was machen wir heute? Ich werde die Garage bauen. Ich werde mich um die Eier kümmern, dass wir da den Hahnenstall mal ein bisschen ausmisten, was die Eier anbelangt. Und ich glaube, dann sind wir auch schon fast da mit der Dreiviertelstunde. Und mal sehen, was dann sonst noch so, was wir sonst noch so hinkriegen, sollten wir noch ein bisschen Zeit über haben. Wenn euch gefällt, was ich tue, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und wenn euch der Kanal gefällt, gerne abonnieren. Ihr seid herzlich eingeladen und Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich spiele, dann schaut gerne auf meinen Livestreaming-Kanal vorbei. An video.streaming heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke mal ganz schnell nach, bevor ich was Falsches sage. Ja, an video.streaming, da bekommt ihr dann mit, wenn ich mal live bin, dann können wir auch ein bisschen schnacken. Das wäre vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Auf Twitch gibt es mich auch, an video.streaming. Gaming heiße ich da. Oder Streaming. Eins von beidem. Schaut gerne vorbei. Würde mich freuen, auf jeden Fall. So. Derweil verbaue ich das Holz, das ich eben gekauft habe. Und kann man hier vorne mal die Rampe bauen. So. Und ja, doch, komm, lass mal so. Und damit haben wir schon mal das erste Fundament. Wir können das natürlich nach Belieben noch erweitern. Also das können wir dann eben noch hier, können wir noch einen zweiten Unterstellplatz für den LKW machen. Das ist gar kein Problem. Und fürs erste würde ich jetzt allerdings mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Platz habe. Das ist ein bisschen sehr eng aus. Ja, oder ich mach's anders. Oder ich mach's anders. Gehe ich ihn hier rum? Ja, ich krieg ihn hier rum. Das passt. Dann stelle ich ihn einfach mal an seinen angestammten Platz. So, ein bisschen Platz nach vorne und dann können wir das Ganze hier angehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine gute Lösung. Was kommt hier hin? Moment, das sieht ein bisschen falsch aus hier. Das ist falsch. Das ist anders geplant. Ja, so sieht es besser aus. Dann fangen wir mal mit den Außenwänden an. Einmal so.
Genau, dann. Ja, können wir eigentlich hier schon mal das Dach vorbereiten. Und da würde ich ganz gerne versuchen, dieses Dach hier zu nehmen. Gucken, ob es funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier geht's raus. Ein Brett bleibt übrig. Ja, schauen wir uns das Ganze mal von hier an. Also das Ganze wird dann hier natürlich noch weiter überdacht. Und ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ich überlege nur gerade, wie ich das hier mache. Weil ich ja hier irgendwie nach oben kommen möchte. Ich überlege dann hier vorne das einmal wegzumachen und vielleicht sowas hier hinzumachen. Das müsste aber anders laufen. Das müsste dann sowas hier sein. Das müsste dann sowas hier sein. Und das sieht dann, glaube ich, auch nicht wirklich mehr schön aus. Da müssen wir hier eine glatte Rückwand machen, also eine durchgehende Rückwand. Ich sehe, es wird dunkel. Und den Gedanken würde ich noch gerne kurz zu Ende führen. So. Und dann machen wir hier dann eben die Fenster rein. So, einmal so, einmal so. Und die Fenster darf dann natürlich auch nicht fehlen. Und dann schauen wir einfach morgen mal, wie das so aussieht. Das erste würde ich mir jetzt hier mal ein Auto schnappen und zum Bett fahren. Wir können natürlich auch ins Zelt gehen, aber wer schläft schon gerne im Zelt? Zumindest, wenn es kalt ist draußen. So. Dann einmal schlafen eine Runde. Okay, dann machen wir mal weiter mit der Nummer hier. Hier habe ich auf jeden Fall geplant, den Kleinen reinzusetzen. Unter anderem. So. Das passt auch ganz gut soweit. Ich dachte auch, dass wir vielleicht den Rasenmäher hier noch reinstellen, aber ich finde, das wird ein bisschen zu voll. Also das reicht, wenn wir das so machen. Aber dann schauen wir jetzt zuallererst mal, wie ich das jetzt hier mit dem Dach hinkriegen könnte. So brauche ich erstmal dich. Und ja, eigentlich die Wände auch, ne? Dann mache ich zum Schluss dann die ganzen Fenstern.
Okay, das wäre dann jetzt erstmal das Erdgeschoss. Ah, okay, ja, ich muss natürlich erstmal Realismusalarm. Ja, wir machen das jetzt erstmal fertig hier. Ich muss auch gucken, wie das jetzt ist, ob das Auto dann hier so drunter passt, ne? Das müssen wir vielleicht mal irgendwann ein Auto kaufen und dann sehen wir das, ob der Plan erst so richtig aufgeht. Ja, ihr seht, es macht so alles wunderbar Sinn, was ich hier so tue. Aber eigentlich dürfte das kein Problem darstellen. So, jetzt haben wir diese Geschichte hier. Und die Frage. Wie mache ich das jetzt am schönsten für die Bienen? So. Gucken wir mal. Also ich hatte auf jeden Fall gedacht an eine so eine kleine Wand oder Mauer. Also habe ich es denn? Da war es doch. Da war es doch. Dich. Kurze Holzwand. Genau. Dich wollte ich hier und hier. Das sieht jetzt natürlich bescheiden aus. Gebe ich zu. Also hier an der Ecke vor allem. Wo man auch gut runterfahren kann. So. Tja, wie kriegt man das jetzt am klügsten hin? Weil das Ding ist, ich möchte natürlich das hier weiterhin überdachen. Also, das ist schon, das sollte schon eigentlich so sein. Man könnte natürlich auch sowas machen wie. Ich mache hier eine Wand hin. Hier, hier, hier. So. Müsste dann rechts daneben halt nochmal so ein Zweiteiler dran. Aber das, ja, geht dann jetzt erstmal noch nicht natürlich. Und das muss natürlich andersrum, ne? Also vor allen Dingen die Seite hier muss andersrum. Gucken, ob das funktioniert. Warum sollte es nicht funktionieren? Sehr schön. Und dann hier eine Tür. So. Genau, dann könnte man hier dann das Ganze weiterführen. Da war's. So. Chip, chip, chip. Müsste man dann jetzt fürs Erste, wenn man konsequent wäre, müsste man das so weiterführen natürlich. So. Hier natürlich noch die anderen Holzwände, das ist klar. So. Ja, hier könnte man auch vielleicht ein Fenster reinpacken. Das ist gar nicht so.
Gar nicht so verkehrter Gedanke, jetzt wo man es nicht direkt in die Tür rein oder in diesen Aufgang rein drin hat. Könnte man das so machen? Genau, das wäre dann das. Dann hätte man hier so einen Aufgang. Links und rechts stehen die Fahrzeuge. Ich hoffe, das passt soweit. So. Man könnte das natürlich auch eins nach vorne setzen, ne? Dann hätte man sogar einen Rundgang. Ist jetzt auch nicht so ein unattraktiver Gedanke. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, natürlich den falschen weggezimmert. Ja, deswegen habe ich auch viel Holz geholt, weil ich halt öfter mal mit Dingen nicht zufrieden bin. So. Ich hoffe natürlich, dass ich dann genug Platz zum Rangieren habe. Man könnte es auch andersrum machen. Vielleicht hat man dann so naturgemäß ein bisschen mehr Platz. Aber das wäre vielleicht ein bisschen, wenn man das so macht. Ja, ist nicht schön, ne? Also es wirkt halt nicht so. Nee, nee, nee. Also ich befürchte tatsächlich, dass ich es hier machen muss. Also, dass ich es hier auf die hintere Kante machen muss. Weil ich. Der Plan ist, zwei Fahrzeuge heranzustellen. Ne? Das eine kommt hier vorne hin, das eine kommt dahin. Und dann ist halt das Rangieren hier echt ätzend. Deswegen glaube ich, lasse ich das doch besser da. Dann tut es mir leid, dass ich da ein bisschen die Pferde scheu gemacht habe. Aber wie gesagt, das kommt halt vor. Ne? Wenn man so nach der besten Lösung sucht, dann ist das halt so, dass man dann schon mal ein bisschen hadert und versucht und macht. So, Holzboden. Chip, chip. Wunderbar. Ja, und dann könnte man mal gucken, ob wir das mit dem Dach so hinkriegen, wie ich das so vorhabe. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn das soweit steht hier. Wenn das überhaupt funktioniert, das müssen wir mal gucken. Aber es gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon irgendwie ganz gut. Also es könnte gut werden. Es könnte gut werden. Erstmal hier die Wand natürlich zimmern, sonst ergibt das keinen Sinn. Sonst sagt das Spiel nein. Zu Recht. Wollte gerade schon die Tür aufmachen hier. Diese nicht existente. So, hier geht's weiter. Zack, 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 zack. So. Und schon ist auch hier der erste Stapel fast schon weg, ne? Also es geht einfach ziemlich schnell, muss man einfach sagen. Falscher Ausgang.
Ups, so. Okay, dann als nächstes schauen wir mal. Ich hätte gerne auf jeden Fall mal eine normale Wand. Die kommt hier hin und hier. Dann brauchen wir die Dreieckswand. Nee, Quatsch, die ist falsch. Die ist falsch, diese Eck. So, so ist richtig. Und hier kommt die hin. Dann brauchen wir das noch für die andere Seite. So. Und so. Und dann kommt jetzt theoretisch noch der Dreieckswinkel. Einmal so. Und einmal so. Also bis hierhin finde ich das schon mal ganz gut. Da hatte ich schon mal wesentlich mehr Probleme, ein Haus zu bauen. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Naja. Das ist noch nicht ganz so gut. Fangen wir erstmal damit an und bauen das hier fertig. Das dürfte ja noch verhältnismäßig schnell gehen. Hoch. Da geht's hoch. So, schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Bis hierhin sieht das, ja, okay. Sieht das doch schon mal ganz nett aus. Ja, cool. Bin sehr gespannt, wie das wird. Sehr gespannt. Gut. Und ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder so ein Stück hier brauchen, gehe ich mal von aus. Wie sieht es hier aus? Versuchen wir es mal einfach so. Ja. Ist ein bisschen schade, dass man dann nochmal so ein bisschen Holz vergeuden muss, um halt eben so hoch zu kommen. Aber es funktioniert, das ist schon mal die Hauptsache. Da würde so eine Leiter irgendwie ganz gut, würde so eine Leiter ganz gut passen, ne? Dass man irgendwie so einen Gegenstand hat, Leiter. Und dann kann man halt eben das hier irgendwo anlehnen. Und ja, das wäre, glaube ich, eine ganz feine Sache. Gut, dann können wir das hier schon wieder abreißen und dann steht das eigentlich soweit schon ganz gut. Schauen wir mal. Also wir gehen hier hoch und haben hier sogar dann noch irgendwie die Möglichkeit, was abzustellen, was auch immer man abstellen möchte hier und kann dann hier eben, hat man auch eine gute Aussicht und kann dann hier den Honig soweit verarbeiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Das gefällt mir ganz gut so. Und dann schauen wir nochmal eben nach den halben Wänden. Das gefällt mir halt noch nicht so, ne? Da müsste es halt irgendwie noch
so eine andere Lösung geben, aber das ist halt auch eine sehr individuelle Sache. Da kann ich verstehen, dass man da jetzt nicht irgendwie was zaubert. Genau, okay, ja, und dann, wie gesagt, hier auf der Seite geht es dann noch irgendwann weiter, falls man irgendwie noch mehr Fahrzeuge oder vielleicht auch Anhänger hat. Das könnte man ganz gut machen, dass man ja auch ein paar Anhänger unterstellt. Und ja, also wir sind noch lange nicht fertig. Da geht noch einiges. Machen wir erstmal hier weiter. So, das haben wir dann auch schon mal. So. Ja, und dann sieht man doch schon, dass es eine ganze Menge Holz ist, die man hier dann gebraucht. Muss man gerade gucken. Ich glaube, ich habe hier noch ein paar Fenstern vergessen einzufügen. Hier. Ups. Könnte man natürlich auch dann hier. Damn. Das war so nicht gewollt. Natürlich noch hier eine Fenster einfügen. Zack, zack. Dann einmal bitte das Dach. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen Geholz verschwendet. Dann fehlt jetzt nur noch eine Tür, wenn mich nicht alles täuscht. Holztor. Da ist die Tür. Zack. Oh, hier fehlt noch ein Fenster. Auch das kommt natürlich mit rein. Und ja, dann glaube ich, haben wir da schon eine ganz gute Lösung gefunden. Schauen wir mal, dass wir das jetzt noch soweit fertig bauen. So viel gibt es hier aber nicht mehr zu tun. Ja. Ich mag das. Das ist schon okay, glaube ich so. Das ist schon okay, glaube ich so. Na, unser LKW mal von oben. Ah, hier, guck mal. Da fehlen noch welche. Ist natürlich mal nicht wieder alles. Kriegt man natürlich nicht alles mit gebaut. Das so, so kennt man das Spiel. Ne? Oder so kennt man grundsätzlich Spiele. Ne? Das passt halt einfach erstmal nicht. Ist nicht schlimm. Dann machen wir es halt jetzt eben erstmal so. Ups. Gut, dann kommt hier dann irgendwann die ersten oder kommen hier dann die ersten zwei Autos rein. Ich hoffe, dass das alles soweit passt. Ich wüsste allerdings jetzt nicht, warum das nicht passen sollte. Und ja. Bin gespannt,
Wie das dann mit der Honigproduktion wird, das wird mit Sicherheit ein bisschen Gerenne, wenn man dann die ganzen Fässer noch runterbringen muss. Aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht. Das kann man jetzt nicht vorstellen, dass das ein Großhassel ist, weil man, ja, dann geht man halt hier mal raus. Man könnte das hier sogar auf eine auf eine der Fahrzeuge hier packen, wenn man hier ein Pickup drin stehen hat. Dann stellt man hier halt die Fässer rein und dann fährt man mit dem Ding die Dinger verkaufen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. So, und dann kann er hier eigentlich schon mal runter. Das Einzige, was mir halt jetzt von unten auch so ein bisschen nicht so ganz so gut gefällt. Dann steht er halt unter, ne? Passt. So, vorbei kommt man ja auch überall. Das ist das Wichtigste. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ja, wie gesagt, das Einzige, was jetzt halt eben ein bisschen schade ist, ist, dass halt diese Ecke nicht so funktioniert. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht wie. Weil das würde dann einmal hier so rübergehen, glaube ich, wenn man jetzt so ein ganzes Dach nehmen würde. Das ist dann, glaube ich, auch nicht wirklich schön. Abgesehen davon, dass man dann hier unten noch irgendwie gucken muss, wie man das anders hinbekommt, ne? Könnte man höchstens auf 2 erhöhen die Breite. Platz wäre hier genug. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Lösung gibt. Aber dann wird es mal auch wieder runtergehen. Ja, also ich glaube, es muss jetzt einfach erstmal so bleiben. Es ist jetzt auch nicht schlimm. Und wenn dann das zweite Häuschen da rechts daneben kommt, dann ist es ja auch wieder symmetrisch schlecht. Von daher glaube ich, passt das schon. So. Das wäre dann soweit erstmal die Arbeit an der Garage und am Honig, an der Honigzubereitung oder Verarbeitung. Wir sind ja jetzt schon bald wieder am Abend. Gehen wir erstmal schlafen. Ja, hier muss auch auf jeden Fall auch eine Garage hin, dass die Autos auch immer im Trockenen stehen. Oh, ich bin eine halbe Stunde. Oh, ich bin eine halbe Stunde habe ich jetzt noch Zeit. Ne? Also, na, mache ich jetzt noch irgendwas? Lohnt sich es jetzt noch irgendwas zu machen? Habe ich vielleicht noch Fleisch hängen? Natürlich nicht. Die Dinger könnte man vielleicht mal abbauen. Ne? Die braucht man ja jetzt nicht mehr. Hier ist noch jede Menge Wasser. Ja, komm, dann bauen wir die hier mal ab. So. Bisschen aufpassen, dass man hier nicht. Dass man das Haus nicht versehentlich abreißt. Weiß nicht, ob es da irgendeinen Sicherheitsmechanismus gibt, der sagt, ne, bist du dir sicher, dass du das Haus abreißen willst? Frag für einen Freund. Machen wir das hier noch eben fix fertig. Bisschen Licht an, dann sehen wir noch was. 20 Uhr ist jetzt auch schon durch. Ja, komm, machen wir anders. Einmal hier so.
Und schon haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Naja, das funktioniert nicht. Machen wir es so. So, jetzt aber. Dann, das kann erstmal wieder aus. Dann bringen wir erstmal das Zeug hier weg. Können wir eigentlich so lange in den LKW packen. Und danach gehen wir noch. Da habe ich noch was vergessen. Schau mal einer, guck. Können wir erstmal hier in den LKW packen. Ups. Gerade eben erst noch mal hier die Treppe bauen, dass man auch von allen beiden Seiten Zugang hat zur Garage. So. Ja, wir können es aber auch anders machen. Solange das Haus jetzt noch da ist, diese Bruchbude hier, die wird auch nicht mehr lange existieren. Wenn ihr denkt, ich habe jetzt den Honig auch so ein bisschen vernachlässigt, das habe ich off-stream immer so ein bisschen verfolgt. Da sind jetzt auch schon so zwei, drei Fässchen voll. Also hier, ne, 7,5, 7,5, der ist halb voll. Also das mache ich offstream immer so ein bisschen, weil das halt eben ja auch hier wieder so ein bisschen Standardprozedere ist, ähnlich wie beim Fleisch. Aber das habe ich im Blick. Wenn wir die Honigfarm in Anführungszeichen vergrößern, dann seid ihr natürlich wieder mit dabei. Ne? Das ist ganz klar. Also ich Standardprozedere versuche ich, wo es geht, zu vermeiden. Auch wenn ich das manchmal machen werde, als Bestandteil des Spiels ist, aber für den Moment versuche ich halt Standardprozedere zu vermeiden. Genau, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, um ja den Fokus auf die Dinge zu legen, die halt so das, die halt die Farm so ein bisschen betreffen, ne? Und das, die Verbesserung der Farm, die Entwicklung der Farm. So, das geht hier drauf. Das passt auch alles. Das nimmt auch jetzt nicht zu viel Platz weg. Wir haben ja noch sehr viel Platz. Das heißt, wir können das Holz ruhig im LKW lassen und können trotzdem noch ein bisschen was dazu laden. So, das wäre fast in die Hose gegangen. Dann schauen wir doch mal erstmal nach den Eiern hier. So, hier ist 0, 0 und 1. Das würde ich gerne mal außen vor lassen. Ich hoffe, dass ich jetzt alles in einen Korb hier reinkriege. So. Ich brauche jetzt mal so ein bisschen die Übersicht hier, damit ich hier kein Ei zertrete. Es geht ja auf jeden Fall schon mal sehr viel ruhiger zu. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, obwohl auch schon wieder viel dazugekommen ist. Ich mache das wieder ein bisschen anders. Ich werde erstmal alle Rennen wieder hier reinpacken. Du auch. So, brauchst gar nicht wegzulaufen. Auch du musst hier rein. Du ebenfalls. So. Okay. Dann schauen wir mal. Denke mal, die Küken werden mir nichts tun, deswegen lasse ich die jetzt mal da, wo sie sind. Schon wieder ein Küken erwischt, leider.
Das eine geht jetzt nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ach, hier ist auch noch eins. Wir kriegen es eh nicht mit. So, dann kommt das jetzt erstmal hier hin. Dann nehme ich den Korb nochmal mit. So, schauen wir nochmal. Hier ist auch eins. Alles abgehen. Ich auch nichts irgendwie vergessen habe. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Haben wir immer wieder so ein bisschen aufgeräumt. Das Okay, dann checken wir erstmal das Ei hier. Das ist. Das habe ich mir eigentlich fast schon gedacht. Das jetzt mal hier vorne hinzustellen, damit man das so ein bisschen effizient hält. War falsch. Glaube, der richtige. Die befruchteten Eier, die werden gleich kommen in dem anderen Korb, weil da halt eben alles sich innerhalb dieses Stalls abgespielt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, ja, da müssen wir jetzt mal alle durchgehen hier. Das wird jetzt einen Moment dauern natürlich. Aber auch hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Blind sind wir dann doch noch nicht. Sieht auch alles noch unbefruchtet aus. Muss ich mir etwa Sorgen um meine Hühner machen?
Da kommt das erste Befruchtete. Klammer jetzt noch 13. Ne, das wird nicht reichen. Dann müssen wir das jetzt erstmal beiseite legen. Sieht auch noch soweit alles gut aus. Also, na verdammt. Gut im Sinne von, kann in den Eierkorb, in den unbefruchteten Eierkorb, der ist voll. So, und dann kommt der nächste. Da haben wir wieder eins. Zwei Stück an der Zahl. Zwei Stück. Na gut. Alles klar. Dann gehst du mal hier hin. Das geht wieder zurück. Und dann können wir noch mal gucken, ob in dem anderen Stein ein bisschen was passiert ist noch, dass wir noch ein paar Eier mitnehmen. Und dann haben wir die auf jeden Fall für die Fleischproduktion. Genau, ich bringe jetzt zunächst mal die anderen beiden wieder weg. Genau. So, am liebsten schon wieder ein paar Hühner mitnehmen. So, nehmen wir erstmal dich mit. Kann ich ja noch ein bisschen was an Hinterlassenschaften wegmachen. Ich gerade einmal dabei bin. Oh, du hast hier deinen Lieblingsort gefunden. Sehr schön. Vielen Dank. Mal, wie es hier so aussieht. So, gleich nochmal nach dem Wasser gucken. Okay. So, draußen nochmal abgehen, bevor wir die Schubladen machen. Hier noch irgendwas übersehen haben, sieht aber jetzt erstmal nicht danach aus. Doch, hier vorne ist noch ein bisschen was. Das passt aber, glaube ich, soweit. Hier haben wir noch 10 Liter, sag ich mal, Wasser drin. Was sagt der? Ja, das müssen wir nochmal nachfüllen. Genau, und dann sollten wir auch nicht allzu lange mit der Fleischproduktion warten, denn der Kontostand, der leert sich allmählich. Oh, Korb voll. Sehr schön. Dann sind das jetzt schon 80 Eier. Das sind 80 Fleischwürste veredelt mit Eiern. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Menge.
Und es werden noch mehr. Meine Facecam größer wäre, dann würdet ihr jetzt riesengroße Dollarzeichen in meinen Augen sehen. Aber es ist halt nun mal leider relativ klein. Perfekt. Ja, die Volkszählung hier, die muss ich nochmal aussetzen. Das verschiebe ich auf die nächste Runde. Da werde ich dann hier so ein kleines Quadrat wieder abtrennen. Und dann werde ich da mal durchzählen. Nicht, dass ich da durcheinander komme. Gut. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ja, das sieht doch ganz gut aus soweit. So. Und den können wir auf Reserve hier lassen. Gut. Dann würde ich sagen, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun bis zur nächsten Folge. Ich werde weiterhin am Fleisch arbeiten. Ich versuche, die ganzen Kisten einmal durchzuarbeiten, sodass wir dann mit Beginn der nächsten Folge dann wieder das ganze Fleisch wegbringen können und mal schauen können, was das eben mit unserem Kontostand macht. In der nächsten Folge werden wir, da bin ich ziemlich zuversichtlich, dann die Gebäude streichen, dass sie mal ein bisschen Farbe kriegen. Auch die Garage hinten soll dann eben gestrichen werden. Und wir werden die Käseproduktion in Betrieb nehmen, insofern als dass wir Kühe, Milchkühe in unseren Stall einziehen lassen und natürlich einen Milchbullen. So viel Zeit muss sein. Und genau, das werden so die nächsten Schritte sein. Dann werden wir also nicht nur mit Fleisch Geld verdienen, sondern auch mit Käse. Und genau, da bin ich sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Wenn euch gefallen hat, was ich hier tue, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für euren Support. Und Abo nicht vergessen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und die Glocke natürlich auch nicht. Dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Also, ich bedanke mich bei euch, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.